Unleash the beast. Was geht ab, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Wir machen weiter, wo wir hier das letzte Mal aufgehört haben und stehen geblieben sind. Wir müssen zur Quest da oben. Ich habe wenig AP. Warum? Fressen wir mal ein Brot hier. Der Kaiser wird uns führen. Achso. Geradewegs nach Novigrad. Ah, wir quatschen mal mit dem. Also ich habe die Steuerung allgemein Was schon wieder ziemlich vercheckt. Achso, mehr sagt er nicht. Hey. Aber was meine Mutter? Jetzt mal, sonst klatscht es. Da kann ich was aufsammeln. Nehmen wir uns. Ah, okay. Und jetzt beginnt eine Quest. Militärlager. Kein Zutritt ohne ausdrückliche Erlaubnis des Garnisonskommandanten. Sehe ich wie ein Anwohner aus? Du siehst nach Problemen aus. Ganz falsch. Ich löse Probleme. Ich bin ein Hexer. Ein Hexer? Hauptmann Peter sagt, Winlewe ist im Turm. Hinterm Tor rechts abbiegen. Siehst du, du kannst höflich sein. Habt ihr Arbeit für mich? Na, ihr Schwarzen seid ja gar nicht so schlimm. Ihr könnt sogar nett sein, wenn ihr wollt. Gewöhn dich nicht dran, Nordling. Zum Turm. Ah, die sind aber ganz schön wirklich. Bisschen frech hier, ne? Schau mir das an. Das klatscht. Achso, wenn ich jetzt hier dann wieder nehme, dann will er mich wahrscheinlich. Dann boxt er mich wahrscheinlich wieder, ne? Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Pass bloß auf. Achso, das könnte böse enden, okay. Was? Hey! Oh, was? Bleib weg. Sonst klatscht. Ich kann zaubern. Alchemistenpulver. Okay. Ja, ja. So, jetzt haben die sich umgedreht. Oh lol, die drehen sich sofort instant wieder um. Haha, das haben sie nicht gesehen. Oh, okay, das kann ich nicht aufheben. Na ja, gut, egal, lassen wir das. So, gehen wir mal zum Tor hier. Lol. Wie der die Tür aufgetreten hat. Kann ich hier rein? Oh jo. Ich will die Tür zumachen. Geht das? Oh. Kann ich nicht die Tür einfach langsam zumachen? Ach guck mal, die geht automatisch zu. Ah, eine leere Flasche. Naja, nehmen wir mal mit. Keine Ahnung, wofür das ist. Aber wir nehmen es einfach mal mit. Wir nehmen erstmal einfach wieder alles mit, was wir mitnehmen können. Was laberst du, Junge? Okay, hier sind die Verletzten. Kann ich hier ausbeuten? Ja. Mehr oder weniger. Hier war da auch noch was. Kartoffelbrust. Oder sowas. Was sprachen? Was sprechen die für eine komische Sprache? Hier war da gerade auch noch irgendwas, oder? Leg mir am Chase! Ich weiß nicht, wofür diese Pilze hier sind, aber ich nehme sie einfach mal mit. Und die Kartoffeldinger weiß ich auch nicht, aber nehmen wir einfach mit. Warte, wir können hier noch hoch. Boah, aber kann man dieses Movement eigentlich langsamer stellen? Movement finde ich irgendwie verdammt schnell. Ich finde das verdammt schwierig, so vernünftig zu laufen. Weil es hier draußen. Aber wahrscheinlich werde ich mich da alles so dran gewöhnen. Ist das schon der Turm, wo ich hochgehen soll? Ah, hier ist ein Bogenschütze. Mit dem machen wir aber nichts. Soldat. Bauer. Atmet schwer. Alles klar, hier sind so viele fucking Wachen. Was hat eigentlich der Totenkopf unter meiner Dings zu bedeuten? Unter meiner HP-Leiste? Ist das so eine Art Dead Penalty? Knurr mich nicht so an, sonst klatscht es. Quasi wie so ein. Wie bei Dark Souls der Fluch zum Beispiel. Deinesgleichen hat dort gedient. Anderlinge.
So, was haben wir hier oben? Ist auch nichts mehr. Alles klar. Was sprechen die für eine Sprache? Ist das Holländisch? Hört sich fast so an, ey. Okay, Blüten. Ich nehme allen Scheiß mit. Keine Ahnung wofür. Rest verticken wir wieder. Ah, hier kann ich wieder klauen. Schnur. Ah, okay, dann stehen sie direkt wieder auf, die Kollegen. Aber finde ich ja geil. Ich wollte mir das nur mal angucken. Alles klar, hier ist ein Waffenhändler. Oh, entspannt euch, Jungs. Alles gut. Entspannt euch. Also anscheinend kann ich nur die Blüten hier nehmen. Bei dem Rest werden die sofort pissig. Und die Blüte kann ich jetzt nicht, doch. Sprich mit dem Kommandanten. Naja, ist ja gut. Ich will da die Kiste haben. Was soll das? Oh, lol. Leder. Oh, wow. Hier ist jede Menge. Hier ist geiles Zeug drin. Beruhige dich, Nordling. Hier ist geiles Zeug drin, aber wie kriege ich das jetzt? Warte mal, habe ich dafür irgendwie einen Zauber? Stell, wenn du mehrere Gegenstände in den Taschen hast, okay? Ja, ist ja gut. Schnellzugriff, hier werden alle temporären Effekte angezeigt. Okay. Ich habe ja so eine Gedankenbeeinflussung. Kann ich damit die deren Gedanken beeinflussen, dass die Jungs, wir können darüber reden. Scheiße. Fuck, ich wusste nicht mehr, wie man ausweicht. Scheiße. Ah, okay, also sobald ich zauber, bin ich sofort an Arsch. Ich will aber die Truhe haben. Du hast Geld verloren. Schön. Scheiße. Wie komme ich denn da dann nochmal an die Truhe ran? Rüstung aufwerten. Werde spezielle Rüstungsschmiede. Deine Rüstung. Vorübergehend so bekommst du einen Bonus auf Rüstungswerte. Okay. Also zaubern darf ich hier nicht. Sonst kriege ich direkt aufs Maul. Okay, er ist noch am Trainieren. Den lassen wir mal. Solange der mir kein Auge auspiekst, ist alles gut. Eine Pusteblume. So. Okay. Also irgendwie will ich an die Dings kommen. Da ist noch eine Pusteblume. Handwerker können dir verschiedene Gegenstände anfertigen. Gegen einen Obolus, versteht sich. Waffenschmied. Denn Waffen, Rüstungsschmiede, stellen Rüstung näher. Wenn du ein Handwerksschema findest, bring es zu einem Handwerker der richtigen Sorte und Fertigkeitsstufe, damit er den Gegenstand für dich anfertigt. Alles klar, okay. Also das ist nochmal so eine, quasi so eine Stadt hier, wo ich auch meine Rüstung verbessern kann und so. Okay, gehen wir jetzt einfach Quest erstmal. Wie viel Korn gibt euer Dorf? Oh, der hat aber eine geile Rüstung. Was immer die Exzellenz wünscht. Sieh meine Hände an. Guck hin. Siehst du die Schwielen? Das sind nicht die Hände einer Exzellenz, sondern die eines Bauern. Also reden wir von Bauer zu Bauer. Wie viel könnt ihr geben? 40 Scheffel. Es wäre mehr, Herr. Aber die unseren, ich meine, die Temeria haben uns ausgenommen und... Ihr gebt 30 und das reicht. Einigen wir uns darauf. Und ich will den Transport bald sehen. Danke, Herr. Danke vielmals. Oh, ich habe nur den Dorfältesten und den Schmied Willis bestellt. Und der ist angeblich ein Zwerg. Der bist du nicht. Dafür bist du zu groß. An sich ist er ja ganz gut. Ich kann es nicht leugnen. Willst du von ihm auch etwas beschlagnahmen? Oh, so. Sehr aufmerksam von dir. Geralt von Riva, Hexer. Ah, Wattgern. Deswegen habe ich deine Schritte nicht gehört. Oh. Und was suchst du? Yennefer von Wengerberg. Wohin wollte sie? Das ist Militärgeheimnis. Ah. Du hast mich noch nicht rausgeworfen. Du hast die Wache nicht gerufen. Also sag es. Was ist dein Angebot? Wir haben einen Greifen in der Gegend. Erschlag ihn. Dann werde ich sehen, was ich tun kann. Was schätze ich denn?
Ein Greif. Also. Was kümmert dich der Greif? Mich kümmern die Leute. Die Bestie hat schon 10 umgebracht. Auch einige meiner Männer. Ich müsste die ganze Garnison mobilisieren, um die Wälder zu durchkämmen und sie zur Strecke zu bringen. Das ist unmöglich. Zu viel Aufwand? Nein, zu hohes Risiko. Ich kann meine Truppen nicht auseinanderziehen. Die temerische Armee mögen wir besiegt haben, aber die Bevölkerung ist noch da. Die könnte zu den Waffen greifen. Also kann ich wegen des Monsters entweder Däumchen drehen oder einen Experten beauftragen. Alles klar. Abgemacht. Ein paar Fragen vorweg. Weißt du, wo der Greif sein Lager hat? Zuerst hielt er sich beim Fuchswald auf. Ich habe eine Patrouille hingeschickt. 5 junge Männer. 2 Tage später hat sie einen Jäger gefunden. Ich habe sie nur an unserer Rüstung erkannt. Scheiße, der Vieh ist, glaube ich, ganz schön blutrünstig. Seitdem ist der Greif dreist geworden. Greift in Dörfern an, auf Feldern, auf der Hauptstraße. Das heißt, er hat sein Lager verlassen. Ich muss ihm eine Falle stellen. Du klingst, als wäre das nicht einfach. Was brauchst du? Ich brauche ein bestimmtes Kraut. Ich brauche mehr Informationen über den Greif. Wollen wir das machen? Ich brauche einen Köder. Ein bestimmtes Kraut. Kreuzdorn. Kreuzdorn? Das kenne ich nicht. Aber ich kann die Gemeinsprache noch nicht gut. Aber die Grundlagen hast du bestimmt drauf. Hände hoch. Tötet sie. Nein, ich habe mit Sprichwörtern angefangen. Spiel nicht mit dem Feuer zum Beispiel. Geh zu Tumira, der Kräuterfrau. Sie wohnt bei der Kreuzung. Sie wird dir weiterhelfen. Alles klar. Machen wir das auch nochmal? Ich brauche mehr Informationen über den Greif. Welches Geschlecht er hat, warum er sein Lager verlassen hat. Willst du mit Zeugen reden? Die würden mir nicht sagen, was ich nicht schon weiß. Ich muss hin, wo deine Männer gestorben sind und mich umsehen. Wie heißt der Jäger, der sie gefunden hat? Mislav. Er hat eine Hütte südlich des Dorfs, direkt am Wald, sehr hilfsbereit, aber auch ein bisschen seltsam. Seltsam sind die irgendwie alle. Okay, bis dann. Tomira und Mislav. Danke. Es so und Jagden. Was? Die Sprache finde ich ein bisschen eigenartig. Aktives Ziel. Wenn deine aktuelle Quest aus mehr als einem Ziel besteht, kannst du R3 drücken, um ein anderes Ziel zu verfolgen. Alles klar. Meteoritenerz. Aber ich glaube, der hat seine Waffe gezogen. Ja, hier ist keiner, der die Waffe ziehen kann. Scheiße, ist das mal. Wo ist der Typ hin? Ah, doch, ich glaube, der zieht an seine Waffe, kann er? Ja. Shit. Ich will aber, dass er. Mit hier. Was? Und dann Fresse. Ah, dann kann ich dort wahrscheinlich ja später holen von ihnen diesen Meteoriten-Erz. Ich wollte mal eben kurz nochmal gucken, wo kann ich die Karte aufmachen? Da, Weltkarte. Warum sind denn die Tutorials immer da? Nerv mich doch nicht. Das sind doch jetzt nicht meine Questen, oder? Nicht erkundeter Ort. Wo ist denn hier meine Quest? Da ist ein Schatz. Da war ich doch schon, oder? Oh lol, echt jetzt? Really? Die Bestie von Weißgard. Die Bestie von Weißgard. Okay, das sind alles dieselben. Aber wo ist die letzte Ziel? Ah, sind nur 2. Okay, da will ich hingehen. Individuell Wegpunkt platzieren. Alles klar, dann gehen wir mal raus jetzt hier. Und dann holen wir uns Plätze und dann reiten wir mal rein. Das Problem ist nur noch so... Ich weiß nicht mehr genau, wie die Steuerung war. Nächsten Sinne, Plätze rufen, 2x L3. Komm hier, Plätze. Mein Pony. Okay, jetzt kommt wieder so eine... Schnellreisen. Ah, Wegweise ermöglichen dir direkt von einem Ort zum anderen zu reisen. Nähere dich einem Wegweise und drücke X. Alles klar. Zieht. Schnellreise.
Wähle mit links eine schnelle auf der Karte markierte Durchgänge, um dorthin zu reisen. Alles klar, okay. Ja, ist ja gut, Mann. Immer diese Filter und so eine Scheiße. Da, guck mal, korrekt. Aber kostet mich das? Was? Wäre jetzt die Frage gewesen. Naja, gut, egal. Irgendwann werde ich ja merken, wenn ich keine Kohle mehr habe. So, Plötze. Obwohl, ne, scheiß auf Plötze, wir laufen. Vielleicht können wir noch mal ein paar Viecher töten. Also ich weiß wohl auf R1. Ne? Ne? Ich muss noch mal kurz ein bisschen gucken. Machen wir da mal Feuerschaden rein. Achso, Dreieck war glaube ich Boxen, genau. Viereck war auch Boxen. Ach, X war rumrollen. Hier ist die Jagdhütte, aber wie ziehe ich nochmal... Ah ja, genau, so war mein Schwert. Das war Silberschwert. Und das ist Stahlschwert, alles klar. Stahlschwert ist gegen Menschen. Und Dings war gegen Bestien. Wow, 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 entspann dich. Ich wollte hier die Blümchen ernten. Also ich finde irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie macht mir die Steuerung noch so ein bisschen zu schaffen, meine Freunde. Aber ich denke mal, da gewöhnt man sich schnell dran. Boah, wie viel Loot hier ist. Ich glaube, da braucht man alles gar nicht. Oh. Gib mir den Zweizahn. Das ist die rote Blüte. Nanu, da kennt sich einer mit Kräutern aus. Das wäre wohl übertrieben. Aber ein bisschen weiß ich. Zum Beispiel, dass Zweizahn giftig ist. In hohen Dosen. Niedrige sind schmerzstillend und bereiten schöne Träume. Aha. Und das ist alles, was ich für sie tun kann. Mariana. Ich brauche Kreuzdorn. Ich suche Kreuzdorn. Weißt du, ob in dieser Gegend welcher wächst? Mhm. Am Grund des Flusses, wo er am breitesten ist. Aber du weißt, sobald er nicht mehr im Wasser ist... Stinkt er schlimmer als ein 7 Tage alter Kadaver? Das will ich doch hoffen. Ich jage den Greif. Der Kreuzdorn ist der Köder. Es ist seltsam. Vor ein paar Jahren hatten wir Ärger mit Ertrunkenen unter der Brücke. Das ganze Dorf musste zusammenwerfen, um einen Hexer anzuheuern. Wer kann sich denn jetzt die Belohnung auf den Greifenkopf leisten? Hauptmann Peter sah so und so. Wie schön, dass den Schwarzen an unserem Wohlergehen liegt. So. Kaiser M. hier dürftet ihr egal sein, aber diesem Hauptmann nicht. Der kommt mir anständig vor. Es gibt keine anständigen Männer in der Armee, nur Befehle. Du bist nicht von hier, oder? In dir steckt so viel Bitterkeit, zu viel für eine Frau, die ihr Leben in einer Hütte mitten im Nirgendwo verbracht hat. Stimmt. Und du hast es eilig. Sonst bräuchtest du keinen Köder, sondern würdest einfach warten, bis der Greif wieder zuschlägt. Ich glaube, wir könnten ein interessantes Gespräch führen. Nächstes Mal vielleicht. Voll am Flirten, der Typ. Okay, Quest ist aktualisiert. Karte. Da muss es doch eigentlich einen anderen Weg geben, oder? Um die Karte zu öffnen. So, jetzt muss ich wahrscheinlich erstmal dahin. So, da muss ich jetzt hinrennen. Weil der Wegpunkt, der hätte mir nichts gebracht. Hier lang. So, wir laufen jetzt, weil, wie gesagt, in der Hoffnung, nochmal ein paar Kämpfe zu haben, jetzt hier. Denn den Part müsste ich eigentlich schon wieder beenden. Wobei, ich mach mal schon mal halbe Stunde Parts raus, weil, ich kriege ja jetzt Ende des Monats auch meine neue Internetleitung. Und dann kann ich die eh ein bisschen größer machen. Weil bis jetzt ist ja halt noch nichts passiert. Aber hier ist alles nur so Stadtgebiet, ne? Dann werden hier wahrscheinlich keine Gegner sein. Ach guck mal, jetzt ist hier die andere Quest. Scheiße. Hier wollte ich ja noch gar nicht hin. Ich wollte eigentlich dahin. Ah gut, egal. Jetzt sind wir hier. Jetzt gehen wir hier mal rein. Hier, das ist der Jäger, glaube ich, ne? Ja. Jemand zu Hause? Abgeschlossen. Muss wohl auf der Jagd sein. Toll. Achso, halte L2 gedrückt, um mit den Hexensinnen wahrscheinlich die Spur zu finden. Da haben wir sie. Die Spur ist frisch. Mislav ist gerade weggegangen. Alles klar, dann folgen wir mal der Fußspur.
Da. Na ja, guck mal, die sehe ich aber auch ohne Wechselsinne. Da vorne ist... Ne? Ihr krabbelt was, Alter. Hier sind doch Gegner, oder? Also ich muss ja sagen, ich habe schon irgendwie ein bisschen Schiss auf den Greif zu treffen. Da ist er. Mislav. Buh. Bist du Mislav? Psst. Hörst du das? Wölfe? Nein. Wilde Hunde. Ja. Gefährlicher als Wölfe. wo hast du die Leichen von Nilfgaard gefährlicher als Wölfe, bitte? Ich bin eher Großwildjäger. Die Nilfgaarder, die der Greif getötet hat. Wo hast du sie gefunden? Ah, verstehe. Du bist ein Hexer. Der Monsterschlechter, von dem sie im Dorf reden? Mhm. Ich zeig's dir, sicher. Aber ich muss diese Köter töten, bevor sie jemanden verletzen. Ah, toll. Hilfst du mir? Falls es dir nichts ausmacht, dir an ihnen die Silberklinge stumpf zu machen. Ja, komm, mach mal. Warum nicht? Sicher. Dann haben wir unseren Kampf. Der Greif läuft ja nicht weg. Nein, aber die Hunde vielleicht. Seien wir leise. Komm. Alles klar, Bro. Sind diese Hunde schon länger ein Problem? Seit Anfang des Krieges. Soldaten unterwegs. Toll, das sag ich gegen Hunde kämpfen. Frauen erwürgen sie. Töten ihre Männer zum Spaß. Sogar Kühe schlachten sie. Aber Hunde? Vielleicht ein Tritt im Vorbeigehen. Nicht mehr. So. Und die Streuner bilden dann Rudel. Sie sind ausgehungert. Nur Fell und Knochen. Dazu räudig. Aber sie sterben einfach nicht. Räudig. Weil sie schlau sind. Schlauer als Füchse. Und Menschen leidenschaftlich hassen. Okay. Ich habe jetzt gerade erst so verstanden, als wenn die Hunde Frauen vergewaltigen und alle. Was denn da aufgezählt, aber damit waren ja die Soldaten gemeint. Noch ein Angriff. Okay, Kollege. Komm her, Wildhund. Zack! Ich glaube, das andere Schwert ist wesentlich stärker gegen die, ne? Oh, ich konnte mein Schwert nicht ziehen. Oh, lol. Ey, die macht mich kaputt, Alter. Hier, Feuer, Junge. Zack. Easy. Okay. Also, so einfach sind die Kämpfe wirklich nicht, ne? Man darf sich wirklich selten treffen lassen. Beziehungsweise gar nicht treffen lassen. Aber gut, ich bin ja auch noch Level 1 und so, ne? Ich bin ja noch am Üben. Ich fress mal so ein Fleisch. Ich weiß nicht, ob ich mich hier dran auch verderben kann. Wäre nochmal so eine Sache, die mir eben in die Kommentare schreiben könnt. Ob man sich irgendwie den Magen verderben kann oder so. Das finde ich aber geil, ey. Dieter. Du kennst ihn? Wir haben zusammen im Herrenhaus gedient, wo jetzt die Armee der Schwarzen lagert. Er war Stallbursche, ich Jäger. Aber das war bevor... Jedenfalls ist es lange her. Nein, ich glaube, wo hast du sie gefunden? Es war wovor? Bevor sie mich aus dem Dorf vertrieben haben. Was hast du gemacht? Nichts. Ich bin ein Sonderling. Tut mir leid, ich möchte nicht drüber reden. Ach komm, erzähl. Ich zwing dich nicht. Ich bin auch ein Sonderling. Ja, aber von anderer Art. Wenn es Lykanthropie ist, kann ich helfen. What the fuck? Lykanthropie, Werwölfe. Ich hatte schon einige Fälle. Meistens ist es ein schlichter Fluch, der... Florian, der Sohn des Herrn, und ich liebten uns. Alter! Dieter ja. Hat uns im Stall überrascht. Dieter hat uns im Stall überrascht, Alter, was? Florian hat sich aufgehängt. Der Herr begann das Saufen und das Gut verfiel. Jetzt weißt du es. Okay, also da gibt's schon Schwule und so. Es tut mir leid, gehen wir. Es tut mir leid. Ach, ist schon lange her. Ich wollte dir zeigen, wo ich die Nilfgaarder gefunden habe. Nein, aber ich sag mal so, ich habe ja nichts in die Schule. Oh lol.
Charakterentwicklung. Du hast einen Fertigkeitspunkt erhalten. Oh lol, ist doch laut hier. Oh, dicke Rufe Charakterfenster auf, um eine neue Fähigkeit zu erlernen. Du aber zu sein. Stufe 2. So. Yay. Charakter. Okay. Jetzt schauen wir mal. Lol. Da, Charakter. Jetzt schauen wir mal in die interessanten Sachen. Charakterstufen. Wenn du eine gewisse Anzahl an Erfahrungspunkten gesammelt hast, erreichst du die nächste Stufe. Du erhältst Erfahrungspunkte für das Töten von Monstern und das Abschließen von Quests. Alles klar, Charakterfertigkeitspunkte, wenn du eine Stufe aufsteigst, als Fertigkeitspunkte. Diese Punkte kannst du einziehen, um neue Fähigkeiten zu erwerben, verbessern die Besitz, bla bla, okay. Charakterfertigkeitsgruppen, die Farben einer Fertigkeit zeigt an, zu welchen Fertigkeitsbaum gehört. Sie gehört, bla bla, Fertigkeiten, Taktiken, bla bla bla. Schneller Angriff, Kernfähigkeit, diese Fertigkeit gehört zu deinen Kernfähigkeiten und ist immer aktiv. Schnelle Nahkampfangriffe werden mit einem der Schwerter ausgeführt. Okay. Dort ist dann der starke Angriff, Verteidigung, Meisterschütze, Kriegstrans. Fähigkeiten und ist immer aktiv. Das Landen von Treffern im Kampf erzeugt Adrenalinpunkte. Achso. So, was haben wir hier? Muskelgedächtnis. Nächste Stufe erhöht den Schaden bei schnellen Angriffen um 5% Adrenalin. Okay. Krafttraining erhöht den Schaden bei einem starken Angriff um 5%. Okay. Fallabweisung. Beim Parieren werden Pfeile abgelenkt. Adrenalin. Lichtreflexe. Beim Ziel mit der Armbrust. Die Armbrust habe ich eh noch nicht. Wird wahrscheinlich noch lange so dauern. Wenn Schaden erlitten wird, den Adrenalinverlust um 20% verringert. Okay, alles klar. Ja, das Kampf. Da haben wir dann Zeichen. Zauberei und so. Alchemie. Werden wir uns später darum kümmern. Allgemein. Was sind allgemein? Sonne und Sterne. Tagsüber regeneriert. Vitalität zusätzlich. Okay. Also das sind so ein paar Dinger, was ist das? Mutagene. Mittagserscheinungsmutagen. Alchemiezutat. Was hat das jetzt zu bedeuten? Plus 50 Relikt. Achso, das ist quasi so ein Inventar, mehr oder weniger. Ja, wir gehen erstmal auf Kampf. Wir gehen erstmal hier auf schnelle Angriffe. Erwerben. Erwerben. Okay, ist das laut. Damit eine Fertigkeit Wirkung zeigt, musst du sie erst aktivieren, indem du sie auf einem freien Fertigkeitsblatt legst. Inaktive Fertigkeiten sind wirkungslos. Ah, alles klar. Fertigkeit, weder Fertigkeit ausdrücke, freien Platz. Ah, alles klar. Ah, okay. Du kannst Fertigkeit jederzeit aktivieren und stattdessen andere aktivieren. Ah, so, okay. Das ist dann jetzt quasi so. Man kann sich das jetzt quasi aus allen, wenn man sich dann halt nur 2, 4, 6, 8, 10, 12 und 4 Schlüsselfähigkeiten auswählen. Aber warte mal, 4 Schlüsselfähigkeiten, das sind doch dann bestimmt... What the fuck? Wo bin ich jetzt hier? Achso. Da kann ich doch, dann ist das... Wo ist mein Cursor hier? Das ist doch bestimmt... Jawohl. Ah, guck mal, da haben wir so Runen. Ah, alles klar, okay, ich verstehe. Instinkte sollten dich aufpassen lassen. Du hast ein Mutagen gefunden. Verwende es, um deine Fähigkeiten zu verbessern oder einen besonderen Trank namens Mutagen-Absud herzustellen. Öffne das Charakterfenster, um mehr zu erfahren. Ah, alles klar, okay, wir behalten das jetzt erstmal so. Ich gehe leise durch die Welt. Ja, gut. Mich hört und sieht kein Greif. Ja, ja, ist klar. Dafür verschwindest du immer zwischendurch mal mit dem Dieter. Ah, ne, mit dem Florian. In der Scheune. Du altes Schwein. Schweinchen. Nein, also jetzt mal ganz im Ernst, ne? Nicht, dass das so rüberkommt, als wenn ich hier was gegen Schwule hätte oder so. Ich meine, wir persönlich, ich muss das jetzt nicht so haben, dass die vor mir rumknutschen und so, ne? Aber ich habe nichts gegen Schwule, weil mein Bruder ist auch schwul. Also von daher, alles gut. Ich habe nichts gegen diese Menschen. Das ist deren eigene Meinung. Wenn die dazu haben müssen, sollen sie es machen. Nur jetzt unbedingt dabei zuschauen müsste ich jetzt nicht. Hätte ich jetzt nicht so wirklich Bock drauf. So, ich würde sagen, wir versuchen jetzt noch fix zu dem Greif zu gehen. Wobei, wir sind bei 30 Minuten. Ich meine, wir sind jetzt Level abgekommen. An sich alles gut.
Wo ist denn das Ding? Ich denke mal, wir müssen jetzt bis zu dem Questort rennen, ne? Oder? Ne, wir müssen jetzt einfach nur folgen. Ah, ich weiß nicht. Jungs. Abgesehen davon hatte ich gerade Schiss gehabt, dass ich, okay, hier ist das. Schiss gehabt, dass ich neu anfangen muss. Einer lag dort, beim Stumpf, ohne Kopf. Ein anderer hing vom Ast, ausgeweidet. Gedärme reichten bis... Pass gut auf dich auf. Ich komme schon klar. Nicht zu trauen. Sie waren Hilfgar. Ich komme schon zurecht. Das ist nicht der erste Greif, mit dem ich zu tun habe. Wird wohl auch nicht der letzte sein. Hoffentlich hast du recht. Jetzt Weidmanns Heil. Aha, vielen Dank. So, Hexensinne anmachen. Untersuchen. Die Nilfgaarder haben gefeiert. Der Greif hat sie gestört. Alles klar. Der Boden ist schwarz, gesättigt mit Blut. Ochsen doxen. Ich habe hier irgendwo gerade ein Vieh gehört. Da ist was. Alles klar. Was ist das? Vieh. Da ist ein Wolf. Wie schmeckt dir das, Silber? Der ist 5, Alter. Vor allem, ich hatte gar nicht mein Silberschwert in der Hand gehabt. Ach so, aber ich habe gedacht, das ist die Quest jetzt gewesen. Oder muss ich jetzt die Wölfe erst kaputt machen, weil die sind so, werden so rot angezeigt. Da kommen 3 Stück. Komm her, Kollege. Wark. Oh lol. Ist der mies gedodged, der Typ. Komm her, Junge. Zack. Noch einer, der Ärger will? Okay, so langsam komme ich klar. Knallen uns mal ein rohes Fleisch rein. Ist da unter meinem... Ah ne, das ist meine Adrenalinpunkte. Haben wir jetzt hier noch welche? Ja, da hinten, aber... Ich weiß nicht, muss ich die töten jetzt hier? Hässlicher Bastard. Oh lol. Zack, abgeflamed. Ich weiß nicht mehr, wie man ausweicht im Kampf. Hundetalk. Da hinten. Oh lol. War doch da. Achso, da sind noch. Ausweichen, wirken. Aber wie kann ich nochmal parieren? R1 oder so war das, ne? Wo sind die beiden anderen? Und zack, so fängt es wieder an wie bei Dings. Achso, was sind die roten Kreuze? Achso, die sind, das sind Loot. Ah, ich habe gedacht, das sind Wölfe. Müsste ja hier jetzt irgendwo noch ein Loot sein. Da. Karnickel. Ah, das klar, so. Okay, pass auf, dann machen wir jetzt den Greif nicht mehr. Wir werden uns jetzt hier das Ziel nochmal angucken. Da sind dann so Essensgeschichtsdinger. Diese roten. Wir gehen jetzt hier eben zu den... Oh lol. Oh gut, ich ging noch. So, irgendwas muss ich hier noch finden, was ich noch nicht gefunden habe. Da, das Feuer. Dreh dich doch. Ein Lager? Hier ist noch was, da. Diese Spuren sind älter und tiefer. Schwer gepanzert. Wohl Nilfgaarder. Da muss ich den jetzt hinterher, oder? Okay, hier ist noch Loot. Ah, ich verstehe es noch nicht so ganz.
Da war irgendwas drin. Leinen. Da muss ich mir nochmal kurz gucken. Inventar. Inventar. Waffen. Nein. Ach, come on. Diese Tutorials gehen mir auf den Sack hier überall. Habe ich doch schon alles gesehen. Kurva. Nein, was habe ich jetzt gemacht? Mein Gott. Kann ich das irgendwie zurückmachen? Da, was ist das? Anfänger-Rüstungsreparaturzeug. Ach du Scheiße, meine Klamotten gehen auch noch in den Arsch, oder was? Achso, ich habe da was ausge... Ah, ich habe eine Fackel. Okay, ich habe Bolzen, aber keine Armbrust. Ja, alles klar, okay. Was stand da? Verzehrbares. Questgegenstände, ich habe ein bisschen Gold noch. Okay, und da ist alles zum... Okay, gut. Lassen wir das. So, aber da wollte der mir mit Sicherheit nicht gezeigt haben hier, oder? So, da sind keine Fußspuren mehr. Aber hier hört die Spur auf. Also was wollte mir der gute Geralt jetzt damit zeigen? Da ist Loot oder was ist das? Ah, das sind wieder nur Loot-Dinger. Okay, ich verstehe es noch nicht so ganz, was ich jetzt hier soll. Folge den Fußspuren der Soldaten mit Hilfe deiner Hexensinne. Ja, aber die sind doch mir entgegengekommen. Naja, gut, egal. So, wir folgen jetzt der Spur noch. Wir sind bei 36 Minuten. Okay, alles klar. Ach, ich muss da hochspringen. Ja, gut, Leute, ich weiß noch nicht. Weil, je nachdem, was jetzt hier am Ende der Spur ist, wenn da schon der Greifdreh auf uns wartet, dann ist natürlich wieder die Arschkarte. Und darf ich gegen das Vieh kämpfen. Und dann werde ich wahrscheinlich noch nicht hinkriegen. Deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt hier an der Spur erstmal Cut. Und wir sehen uns dann hier im nächsten Part wieder. Oh fuck, wenn ich jetzt nicht sterbe. Ja. Also, wie gesagt, wir machen jetzt hier einen Cut. Wir sehen uns beim nächsten Part dann wieder. Hier. Auf meinem Kanal. Wenn es euch gefallen hat, natürlich. Und... Oh lol. Das Greifennest. Okay. Oder was davon übrig ist. Hier am Greifennest machen wir jetzt aber ganz endgültig einen Cut. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst mir eine Bewertung da. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin. Haut rein.